Schon lange fragt man sich, wann Prinz Harry und Herzogin Meghan wieder gemeinsam nach Großbritannien reisen, um die royale Familie zu besuchen. Jetzt, wo sich langsam das Weihnachtsfest nähert, gibt es Grund für Spekulationen, dass es zum Fest der Liebe soweit ist. Aber könnte es sein, dass die junge Familie nicht bei der Queen feiert, sondern bei einem anderen Royal? Tatsächlich könnten Harry und Meghan mit ihren zwei Kindern Archie und Lilibet Weihnachten bei Prinzessin Eugenie und ihrer Familie verbringen. Diese Überlegung stellt die britische Zeitung Express an. Denn Harry steht seiner Cousine Eugenie auch nach dem Umzug in die USA sehr nahe. Doch nicht nur er versteht sich blendend mit der Tochter von Prinz Andrew und Fergie, sondern auch Meghan. Harry und Eugenie verbrachten schon als Kind viel Zeit miteinander, da auch ihre Mütter Lady Diana und Fergie gut befreundet waren. Später teilten sie nicht mehr die Spielsachen miteinander, sondern ihre Leidenschaft für das Londoner Partyleben. Mehrmals wurden die Royals in ihren 20ern beim Ausgehen in exklusive Clubs gesichtet. Heute haben sie noch immer viel gemeinsam. Sie sind beide vor kurzem Eltern geworden. Außerdem lebt Eugenie mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank und Söhnchen August in Frogmore Cottage, dem ehemaligen Zuhause von Harry und Meghan. Als Prinz Harry dieses Jahr zur Beerdigung seines Großvaters Prinz Philip und zum 60. Geburtstag seiner verstorbenen Mutter Lady Di in seine Heimat reiste, soll er laut The Sun bereits bei Eugenie untergebracht worden sein. Ein weiterer Grund, warum die Sussexes nicht bei der Queen, sondern bei Eugenie Weihnachten feiern könnten, ist, weil Meghan schon seit Jahren mit ihr befreundet ist, wie sie in ihrem Interview mit Talk-Legende Oprah Winfrey im März 2021 verriet. Die Freundschaft der beiden entstand sogar schon, bevor Herzogin Meghan ihren heutigen Ehemann Prinz Harry kennenlernte. Von wo sich die Frauen kennen, ist jedoch nicht bekannt. Es spricht also einiges dafür, dass sich Harry und Meghan mit ihren Kindern 2021 für ein Weihnachten in England entscheiden könnten. Auch weil es Zuwachs bei der Familie gab und einige Royals Lilibet noch gar nicht kennengelernt haben. Der Countdown bis Weihnachten läuft. Gibt es kein offizielles Statement über die Pläne der in den USA lebenden Royals für die Weihnachtsfeiertage. Wie es scheint, gestaltet sich die Planung rund um Weihnachten auch für Harry und Meghan nicht gerade einfach. Ein Fest mit der königlichen Familie scheint aber nicht völlig ausgeschlossen. Ob die Queen ein Veto einlegt, falls Harry und Meghan nicht bei ihr Weihnachten verbringen, sondern bei Eugenie, bleibt abzuwarten. Die große Frage wird wohl sein, wollen die beiden nach all dem, was war, überhaupt zurückkehren?